Liebe Harreslea Bürgerinnen und Bürger, Kere Melbourne i Haresle Kommune, wir wünschen Ihnen ein frohes neues Jahr 2021 in Gesundheit. Wir wünschen Ihnen alle gläli Lüdor Tüwe in der Tüwe. Aufgrund der Corona-Pandemie, die ja nahezu alle Lebensbereiche erfasst hat, liegt auch das kulturelle Leben hier in Harresle noch weitgehend am Boden. So kann es in diesem Jahr leider auch keinen klassischen Neujahrsempfang hier im Bürgerhaus geben. Dennoch möchten wir es natürlich uns nicht nehmen lassen, Sie zumindest virtuell hier an dieser Stelle herzlich zu begrüßen. Nein, wer hätte das gedacht? Das Jahr 2020 fing doch so verheißungsvoll an. Ein, wie wir finden, gelungener Neujahrsempfang unterstrich unsere enge Beziehung zu Dänemark im offiziellen kulturellen deutsch-dänischen Freundschaftsjahr. Trotz aller Widrigkeiten hat sich auch in Harresle viel im letzten Jahr getan. Hier unser kleiner Jahresrückblick. Wassersleben hat eine neue Promenade. Der westlichste Strand an der Ostsee erstrahlt in wunderbarem Glanz. Dank der Mitfinanzierung des Landes haben Fußgänger und Radfahrer nun jeweils eigene Verkehrsflächen. Aufenthaltsbereiche mit Sitzbänken und Liegen, eingebettet in die dünenartig gestaltete Promenade, laden zum Verweilen ein. Sicherheit und Aufenthaltsqualität ergänzen sich hier perfekt. Der lang ersehnte Kunstrasenplatz auf dem Holmberg wurde eingeweiht. Durch die neue Qualität ist eine wesentlich höhere Nutzungsmöglichkeit bei fast jeder Witterung entstanden. Wobei die Gemeinde auch hier auf Zuschüsse des Landes zurückgreifen konnte. Als Füllmaterial wurde auf natürlichen Kork gesetzt. Harresle ist bei jungen Familien sehr beliebt und die Nachfrage nach Kita-Plätzen steigt. In einem ersten Schritt wurde deshalb der Kindergarten Hechtenteich mit einem Anbau um eine Gruppe erweitert. Die Gemeindefeuerwehr konnte Ende 2020 ihren eigenen Drehleiterwagen in Empfang nehmen. Hierdurch wird die Sicherheit in der Gemeinde nochmals erhöht. Den ehrenamtlichen Feuerwehrleuten aus den drei Ortswehren sei für ihr großes Engagement bei etlichen Einsätzen gedankt. Mehr Platz für den Lebensmitteleinzelhandel im Ortskern zu schaffen, ist eine große Herausforderung. 5 Planungsbüros haben daher Ideen für das Areal Marktallee entwickelt. Den Siegerentwurf sehen Sie auf der Homepage der Gemeinde. Darauf lässt sich nun aufbauen. Zusammen kann man einfach mehr erreichen. Die Kooperation der Volkshochschulen Flensburg und Harresle hat erfolgreich mit vielen Kursen begonnen und ist für beide Seiten ein Gewinn. Selbstverständlich bleiben die Kurse vor Ort. Harresle engagiert sich in vielen Bereichen für den Klimaschutz. So konnte auch die Bauhofflotte um ein zweites E-Fahrzeug erweitert werden, gefördert zur Hälfte durch den Bund. Ein großes Dankeschön gilt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Bauhofes, die Harresle bei Wind und Wetter sauber, gepflegt und intakt halten. 2020 ist deutsch-dänisches kulturelles Freundschaftsjahr. Die gelungene Sonderausstellung »Wir wurden durchgeschnitten – Kupfermühle 1920« zum 100-jährigen Bestehen der deutsch-dänischen Grenze sollten Sie nicht verpassen. Sie wird noch bis Oktober 2021 gezeigt. Bereits im Januar fand die traditionelle Veranstaltung zum Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus am Mahnmal am Grenzübergang Padburg und im Bürgerhaus mit einer würdigen Veranstaltung statt. Die Gemeinde musste schweren Herzens alle Veranstaltungen für unsere Seniorinnen und Senioren im Jahr 2020 absagen. Dafür gab es für alle über 70-Jährigen Weihnachtspost aus dem Bürgerhaus. Der Gemeindevertretung und der Gemeindeverwaltung ist es ein großes Anliegen, allen zu danken, die sich in dieser schwierigen Zeit um andere, insbesondere ehrenamtlich, gekümmert haben. Das hat gezeigt, Harresle hält auch mit Abstand zusammen. Unser tägliches Handeln im Dienste der Gemeinde erfordert stets ein positives Denken.
so sind wir auch in diesen Tagen voller Hoffnung, dass sich die Dinge sehr bald zum Guten wenden werden und die gewohnte Lebensfreude sowie das gewohnte Miteinander hier in Harrislee zurückkehren können. Wir hoffen auf ein baldiges, gesundes Wiedersehen und wünschen Ihnen nochmals ein gutes, gesundes neues Jahr. Was staulige Arbeit in Kommunen kräver in positiv Tankegang. In diese Tage mit Pandemie und Covid-19 hoffen wir po, dass es nahe kommen in Bölretil. Die erste Vakzine ist po vei. Und wir hoffen, dass Liusgeln und die Wand der Münster kommen zurück zu Haslev. Wir reinen mal, dass wir alles nahe kassieren können. Vom Mestern und jai wünsche ich ihr ein glädig und sund Nüttor, Tüwe, Innertüwe. Wir freuen uns bereits jetzt auf den nächsten Neujahrsempfang hier wieder im Bürgerhaus. Wir gleichen uns die nächste Neujahrsrepräsentation hier im Bauerhuset.